Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Tageshoroskop am 13. August 2019. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Löwe in Osthorizont auf. Das zeigt unserem Bedürfnis, wahrgenommen zu werden, etwas im Glanz zu bringen oder im Mittelpunkt zum Stehen. Sonne steht in Verbindung zum Venus. Sie wirken auch zusammen. Venus bedeutet die Schönheit, die Kreativität, eine weibliche Energie. Besonders für uns Frauen ist es wichtig, dass wir ein Lob oder ein Kompliment bekommen. Venus ist die Liebesplanet. Natürlich ist das auch ein sehr wichtiges Thema momentan. Und mit Sonneneinfluss heißt mehr Klarheit in die Liebepartnerschaft. Aber diese Sonne-Venus-Konjunktion, so nennt man das auch, bekommt Einfluss von Pluto und Mond von Tierkreiszeichen Steinbock und ein Einfluss von Neptun und Glückspunkt von Tierkreiszeichen Fischen. Beide Verbindung ist ein 150 Grad Entfernung, das nennt man Quinkungsaspekt und löst Unsicherheiten aus. Die Bedürfnis ist zwar da, Klarheit bekommen in die Liebe, Partnerschaft, aber eine gewisse inneren Unsicherheit und das zeigt diese Verbindung. Ihr seht das hier im Bild im grünen Linie. Und genau das, was wir heute auch verspüren, Unsicherheiten. Warum ist es so? Dieser rückläufige Neptun in Tierkreiszeichen Fischen bedeutet Erinnerungen. Dann kommen auch Tränen und Enttäuschungen, hat aber mit der Vergangenheit was zu tun. Und Neptun, dieser rückläufige Neptun in Fischen, befinden sich im achten Lebensbereich. Das heißt, hier haben wir auch eine Aufgabe, auf unseren Gefühlen achten und das transformieren. Wenn das gelingt, dann haben wir auch Glück. Immerhin Fortuna ist auch hier. Und Mond-Pluto-Konjunktion in Tierkreiszeichen Steinbock hat auch einen Einfluss auf diese Sonne-Venus-Energie, löst auch Unsicherheiten aus. Mond zeigt, wir fühlen das, hat einen Einfluss auf unsere Gefühle, ganz klar. Und dieser rückläufige Pluto hat auch mit Vergangenheit was zu tun und bedeutet, konzentriere auf dem Wesentlichen. Verabschiede von alles, was dich bedrückt gerade, nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern auch in beruflichen Situation. Immerhin ist Pluto im sechsten Lebensbereich. Was ist noch zum Erwarten? Mars und Venus werden bald zum einen Verbindung kommen. Beide befinden sich in Tierkreiszeichen Löwe. Mars zwar im Grenzbereich, aber immerhin, sie nähern sich. Venus bewegt sich schneller als Mars. Das heißt, Venus bewegt sich Richtung Mars. Und das bedeutet, dass wir Frauen werden auf diesen Mann zugehen. Nicht jetzt sofort. Später, das kommt noch. Welche Verbindung wird noch kommen? Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe. Uranus
bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier. Merkur ist schneller als Uranus und nähert sich zum ein Quadrat. Und das bedeutet, Gesprächen, Handlungen, Terminen nähern sich. Dadurch verändert sich auch etwas, das ist so Uranus-Energie. Aber dieser Quadrat bedeutet, es wird eine Herausforderung sein. Es ist auch nicht heute, aber das wird auch kommen. Was heute wichtig ist zum Erkennen, erstmal diese Sonne-Venus-Verbindung, mehr Klarheit in die Liebe-Partnerschaft, obwohl wir unsicher sind. Das liegt in dieser grünen Linie. Dann haben wir ein Jupiter-Saturn-Halbsextil. Und dieser Halbsextil bringt schon Unterstützung von Nähe. Und das kann eine rechtliche Lage sein oder öffnet sich gerade neue Türen, Möglichkeiten. Immerhin Jupiter sorgt dafür, dass wir diese Chancen bekommen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Diese Berechnung ist nach westlichen Astrologie. Aber ihr wisst sicherlich, dass ich immer mehr mit indischen Berechnungen, mit indischen Astrologie mich befasse. Das zeige ich auch in meiner märchenhaften Astrologie. Aber die Nachfrage ist da, die Nachfrage war sehr groß, wieder in diese westlichen Astrologie zurückzukehren. Und ich biete euch eine Beratung an, ganz toll, Terminen ausmachen. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Oder wenn ihr schon einen festen Termin habt, wie verläuft das alles? Oder wenn ihr zurückdenkt in die Vergangenheit, eine Begegnung. Und was hat das ausgelöst? Mit welcher Energie hat das alles begonnen? Wie verläuft das alles? Wie zum Beispiel in die Liebe-Partnerschaft. Ich würde raten, so beides anschauen. Auch die indischen Astrologie, die indischen Berechnung, aber auch die westlichen, dass ihr besser orientieren könnt. Das könnt ihr als Beratung buchen, als Stundenastrologie, nur für 10 Euro. Und ich liefere beide Berechnungen. Und dann könnt ihr das vergleichen miteinander, wo liegt die Wahrheit, vielleicht irgendwo in die Mitte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.